Friede kann nicht länger Pazifist sein. Die Welt ist ihm schwarz-weiß und nicht mehr Licht. Was diesen Krieg beenden wird, es kann nur eine List sein. Weiß Amalia, nur welche weiß sie nicht. Alice riecht die Angst vor dem Atomschlag. 70 Jahre westwärts und jetzt das. Anton stolpert über das Wort Sturmflak. Roberts Haupthaar ist vor Mühe nass. Alle leuchten in das Dunkel rein und mit jedem Leuchten wird es dunkler sein. In diesem Frieden, in dem Krieg, so nah dran und weg im gleichen Augenblick. Treffen sich zwei Deserteure an der Grenze, glauben beide, dass der andere lügt. Marie Agnes pusht und pusht zur Freiheit, macht mit jedem Waffenverkauf einen Plus. Sarah überwindet ihre Scheuheit und gibt zu, dass sie den Teufel lieben muss. Von weiter weg ein Chor-Okkupationsversteher, der Westen aber auch, die NATO sowieso. Nebendran der Club der Völkerrechtsverdreher. Sie spülten es vor Jahren schon ins Klo. Alle fragen, muss es denn so dunkel sein? Und mit jeder Frage kommt mehr Dunkel rein. In diesem Frieden, in dem Krieg, näher dran und weiter weg im gleichen Augenblick. Stehen zwei verwandte Seelen an der Grenze, bricht die eine schnell der anderen das Genick. Andere Länder, andere Kulissen, anderes Schlachten, und es findet dauernd statt. Ist nur so nah uns nicht, wie könnten wir vergessen, dass in Kiew Leben Nachbarschaft zu Rom und Hamburg hat. Propagandafetzen flitzen durch den Äther. Wer Gedanken dazu hat, liefert den falschen Sound. Wenn's um Zerstörung geht, haben wir jetzt doch einen Täter. Von allen anderen wird auf Weiteres nur geraunt. Oder gleich Gas gekauft, es dunkelt ja so sehr. Da muss nun dringend eine neue Funzel her. Für unseren Frieden in dem Krieg, der tobt sich leer und voll im gleichen Augenblick. Helfen sich zwei Fliehende übers Minenfeld, denken beide, und wo bleibt der Trick? Endlos streckenlang zerstörtes Leben, Märchen des Aggressors wie ein Hohn. Man muss helfen, doch ein Happy End wird es nicht geben, weiß Amalia und rät zur Kapitulation. Und auch Frieda ist längst wieder Pazifist, weil dieser Pazifismus irgendwie auch ein Stück zu Hause sein ist. Nur die Ungewissheit wirft ihr kleines Licht auf die Kämpfenden, denen ihr Land zerbricht. Aufgetürmt der Feind zum Überstehen vor der Brücke, zum Darübergehen in einen Frieden ohne Krieg, in einen neuen fremden Augenblick, genannt auch Sieg. Stehen zwei sich schwer bewaffnet gegenüber, tun sich nichts. Schauen sich nur ungläubig in ihre Augen und dann sagen beide, sind wir jetzt verrückt?
sind wir jetzt verrückt.